Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier zum LS19 Gutshof Projekt. Und in der heutigen Folge werden wir natürlich hier weiter mit unserem MB-Truck die Felder bepflanzen, damit wir da auf jeden Fall schon mal wieder auf der guten Spur sind, damit wir natürlich auch irgendwann wieder was zum Ernten halt haben. Und dann müssen wir nochmal gucken, was uns danach noch erwarten wird, denn ein paar Sachen sind ja noch offen, die natürlich auch erledigt werden müssen. Zum einen müssen wir natürlich noch mal ein bisschen die Pferde füttern und uns darum kümmern. Zum anderen müssen wir aber auch warte mal, habe ich nicht hier? Sekunde mal eben. Nee, okay, ich dachte, ich hätte das Feld hier geholt, aber das hatte ich dann doch nicht gemacht. Naja, okay. Gut. Ach so, wir brauchen hier ja auch noch Kalk, ne? Merke ich gerade, oder habe ich gerade... Das ist natürlich ungünstig, denn eigentlich bräuchten wir hier Kalk. Das heißt, ich unterbreche mal eben kurz die Arie hier mit dem Anpflanzen und hole mal eben den Trecker dazu. So. Und dann haben wir ein Kalkomat, hätte ich fast gesagt. Nee, ein Gerät zum Kalken haben wir nicht, ne? Dann müssen wir uns das ja auch nochmal ausleihen. Das ist ja ätzend, ey. Dann nehmen wir den und ja, Pflegebereifung ist jetzt erstmal egal. Streuer brauchen wir auch keinen. Dann mieten wir den. Und zusätzlich holen wir uns dann aber nochmal ein paar Big Packs. Und zwar hier Kalk Big Packs. Die brauchen wir natürlich. So. Oh, wir sind ja schon wieder arm. Alter. Haben wir jetzt echt nur noch 75 Euro? Bruder muss los. Scheiße, ey. Jetzt habe ich hier ja gar nicht auf unser Geld geachtet. Eieiei, ich glaube, das hört sich an nach irgendwas verkaufen. Oh, huch. Wieso hat denn der auf einmal nach links gelenkt? Bin ich da auf das A gekommen? Nö. Alter Schwede, ey. So, oder ist mein... Ah ne, mein Lenkrad ist nicht aktiviert. Ne, das habe ich noch nicht mal eingesteckt hier. Naja, egal. Wir fahren jetzt hier erstmal schnell den Streuer da holen für Kalk. Und dann kalken wir schnell das Feld einmal. Dann haben wir das zumindest schon mal erledigt. Und dann müssen wir gleich nochmal gucken, was wir noch machen. So, erstmal hier Kalk. Kalk, Kalk, Kalk. So, zack, hier erstmal einladen. So, nächste Big Pack rein hier. Ja, ich denke, das sollte reichen mit dem Streuerabstand. Also ich meine, mit dem Dings, das sollte, denke ich mal, ausreichend sein. Die Frage ist natürlich, welches Feld braucht noch Kalk? Abgeerntet, okay. So, das benötigt Kalk, das nicht. Und hier Feld 14 benötigt auch Kalk. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal schnell zu dem anderen Feld, damit wir da natürlich weiter anpflanzen können. Weil ansonsten haben wir nämlich Probleme mit der Wachstumsgeschwindigkeit, sag ich mal so. Aber dass wir da zumindest schon mal schnell angepflanzt haben. So. Zack, wunderbar. Dann kalken wir da einmal fix und dann haben wir das doch auch getan. Wunderbar. Oh, da bin ich nochmal hängen geblieben kurz. Genau, auf jeden Fall, wie ihr merkt, es ist auf jeden Fall immer noch einiges zu tun oder einiges, was hier auf jeden Fall gemacht werden muss auf der Farm. Das heißt, wir sind hier auf jeden Fall
noch lange, lange nicht fertig, denn ich möchte gerne hier natürlich auch noch die Kühe langsam uns daherholen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Dafür brauchen wir natürlich aber auch erstmal Silage und so und das nötige Werkzeug. Das ist halt auch immer so die Sache. Ja, und dann haben wir zumindest die Tiere soweit fast alle schon mal da. Oh. Ich muss ja hier ein bisschen rüber, ne? Naja, gut. Ah, Kalk geht halt auch extrem schnell raus, habe ich das Gefühl, ne? Guckt euch das mal an. Und das Problem ist halt auch aktuell, wir können uns auch gar nichts Neues leisten, weil wir halt no money haben. Das ist ja ätzend, ey. Das ist doch ätzend, Mann. So, naja, wir müssen das Beste draus machen, Freunde. Das tut mir leid, da habe ich ein bisschen, sag ich mal, das Portemonnaie aus dem Auge verloren. Aber das kriegen wir schon wieder rein. Jetzt dürfen wir halt nichts Dolles mehr kaufen, sondern erstmal mit dem auskommen, was wir haben. Wobei ich gerade eigentlich eine coole Idee hatte. Das muss ich dann ein bisschen verschieben. So ist das halt nun mal leider. So. Apropos, die ganzen Mods habe ich auch aktuell wieder aktualisiert auf der Webseite. Das heißt, unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu meiner Webseite bei olp.de. Dort gibt es die ganzen Mods bereits in der aktuellsten Variante. Das Einzige, was ich nochmal machen muss oder machen möchte, ist ganz gerne die Struktur der Seite oder das Aussehen der Seite ein bisschen verbessern. Aber ansonsten die ganzen Links oder was auch immer findet ihr auf jeden Fall schon auf der Webseite. Also checkt das mal ab. Falls ihr da Bock drauf habt, kriegt ihr dort auf jeden Fall die Mods schon mal. Was ja schon mal großartig ist. So. Dann werden wir ja gleich wohl nochmal Kalk nachladen müssen. So ein Mist aber auch. Das wird nichts hier mit dem Feld, ey. Da kommen wir nicht drüber hier. Denn jetzt gleich ist leer. Wenn wir Glück haben, haben wir noch ein paar Big Packs oh, bei uns hier liegen. Und wenn nicht, dann nicht. Verdammt nochmal. Oh Mann. Das war ja jetzt absolut nicht das, was ich wollte eigentlich. Ne? Ich dachte, wir machen hier dann auch mal vernünftig mit dem Kalk, weil, ne, muss man ja auch mal machen. Aber scheinbar habe ich mir damit ein Eigentor geschossen. Nämlich, dass wir kein Geld mehr kriegen. Wobei, nachher kriegen wir eigentlich Geld, wenn die Solarplatten hier wieder uns Geld überweisen quasi. Dann würden wir wieder Geld bekommen. Das andere wäre natürlich, wenn wir jetzt dieses Silo hier verkaufen, dann hätten wir natürlich auch wieder Geld. Das heißt, wir müssten eigentlich mal gucken, was wir aktuell nicht brauchen und vielleicht verkaufen könnten. Dann hätten wir natürlich auch Geld. Ist das hier alles noch? Ah, das ist alles noch Kalk, oder? Nee, das ist kein Kalk mehr. Verdammt. Verdammt, dann lass uns mal gucken. Garage. So, den hier, den brauchen wir doch auch eigentlich nicht, ne? Den verkaufe ich nämlich jetzt mal. So, den lasse ich, den auch. Das brauchen wir alles noch, das auch. Denn in der letzten Folge haben wir ja echt viel gekauft, so vom Ding her, ne? Also ich meine, wir haben ja jetzt nichts gekauft. So, die Frage ist, das kleine Silo bringt uns 7000, ob ich das verkaufen soll oder nicht. Gut, aber jetzt können wir uns erstmal 3, 4. Vier Big Packs habe ich uns jetzt nochmal hingelegt beim Shop. Das sind auch schon wieder. Ist auch schon wieder Kohle, ne? Aber immerhin, jetzt haben wir wieder 30.000. Das ist eigentlich gar nicht schlecht von
von gar nichts zu haben. Ansonsten müssten nämlich unsere Pferde dran leiden. Und das möchte ich natürlich nicht, ne? Dass wir unsere Pferde verkaufen müssen. Weil die würde ich eigentlich liebend gern noch ein bisschen hochpushen, bevor wir die verkaufen tatsächlich. Naja, schauen wir mal. Jetzt fahren wir erstmal schnell nochmal hier zum Händler. Und dann haben wir natürlich auch noch das andere Feld, was wir kalken müssen. Vielleicht lasse ich das so einfach und gucke drüber hinweg, dass wir erstmal nur das eine Feld hier mit Kalk versorgen. Da muss ich gleich mal überlegen, wenn wir, je nachdem, wie viel wir da noch über haben. Ansonsten packen wir da halt keinen Kalk hin. Was soll's? Also ich meine, ich kann es ja nicht ändern, ne? Ist halt, wie es ist. Es ist, wie es ist. Aber ich meine, wir kommen aktuell trotzdem relativ gut vorwärts bei uns auf der Farm. Und das ist die Hauptsache und das freut mich halt, ne? Weil ich meine, es könnte schlimmer sein. Ich möchte zwar gerne noch, wie gesagt, das Forstprojekt machen. Und auf jeden Fall noch ein Zuckerrüben- oder Kartoffelprojekt hier auf der Farm. Die Frage ist halt nur, wie wir das zeitlich hinkriegen, beziehungsweise auch vom Geld her, ne? So, das ist im Prinzip, müssen wir erstmal relativ viel Geld machen, damit wir halt uns die ganzen Gerätschaften und so kaufen können. Das ist halt so das Problem, was ich gerade so ein bisschen fühle, sag ich mal, ja, weil ich meine, solche Maschinen sind halt auch nicht gerade günstig. Und da ist halt so ein bisschen, wo ich denke, so, Aber ich denke, guck mal, jetzt haben wir ja erstmal versucht, uns das Grundbesteck anzuschaffen. Ne, sowas wie ein Trecker, wie vielleicht noch jetzt den zweiten, die Anhänger, die ganzen Gerätschaften und Sachen, die wir benötigen halt auch. Und jetzt sind wir ja eigentlich so ein bisschen an dem Punkt, wo ich sage, okay. Wir haben erstmal genügend Sachen, um arbeiten zu können. Ja, also wir haben erstmal, ich sag mal, genug Material. Eigentlich schon fast überdurchschnittlich, wenn ihr mich fragt, weil wir schon so das eine oder andere extra auf dem Hof stehen haben, ist klar. Aber dafür können wir jetzt halt im Prinzip erstmal sagen, gut, was wir jetzt uns zur Seite legen, können wir dann halt gebrauchen für halt die extra oder für die Sachen, die wir halt noch machen wollen. So, ich glaube, das ist ein ganz guter Weg erstmal, um die Projekte noch zu machen, die wir vorhaben, ne? Das ist halt so erstmal die Idee, die ich habe. Mal gucken, ob das aufgeht. Wahrscheinlich wird das eh nicht aufgehen, wie man, wenn ihr mich kennt. Aber nun gut. Nützt nichts, ne? Aber da hätte ich schon echt Bock drauf, so Kartoffeln oder Rüben oder halt und halt Holz. Vielleicht machen wir das auch irgendwie zwischendurch ein bisschen mit gemieteten Fahrzeugen. Ich meine, wir müssen uns ja nicht gleich alles kaufen, sondern dass wir uns, keine Ahnung, irgendwie ein paar Fahrzeuge mieten. Und dann halt in den Wald und los. Wobei wir uns das Waldstück halt noch kaufen müssen, ne? Das ist halt noch so die andere Sache. Das ist halt die andere Sache. Ey, apropos Freunde, ne? Ich habe gerade mal auf meinen Kanal geguckt, wann ich den erstellt habe. Und das ist jetzt schon 6 Jahre her. Den Kanal gibt es schon seit 6 Jahren, Freunde. Das ist heftig. Das ist heftig. Das fällt mir gerade ein, weil ich mal nachgeguckt habe und festgestellt habe, ey, der ist schon 6 Jahre alt. Ja, moin. Trotzdem bin ich noch im unteren Viertel. Naja, gut, jetzt, wenn Artikel 13 bald durch ist, also ist ja so gut es geht durch, aber bis die Upload-Filter kommen. Mal gucken, was dann passiert. Denn ich denke auch nicht, dass
die ganzen großen Konzerne und Firmen wie YouTube oder Google das so toll findet, weil die leben natürlich auch davon, von den ganzen Videos und Werbung und Kram. Aber ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. So. Jetzt haben wir hier erstmal das Stück fertig. Dann würde ich sagen, fahre ich mit dem. Das finde ich auch geil, ne? Jetzt wird der hier schön weiß, weil wir über den Kalk fahren. Oh, hier wächst das schon. Ungünstig. Ungünstig. Gut, aber ich würde sagen, den Trecker, den fahre ich jetzt erstmal nochmal schnell zum Hof runter. Können wir auch gut nochmal in der Inneneinrichtung, Innenperspektive fahren. Den stelle ich hier vorne sonst erstmal ab. Und dann sehen wir schnell das Feld weiter und dann fahren wir mit dem zu dem nächsten Feld. So, zack. Hier Motor angeschmissen. Bom. Gut, Freunde, aber ich würde sagen, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich drüber freuen. Und denkt dran, nicht die Glocke vergessen zu aktivieren, um benachrichtigt zu werden, wenn das nächste Video online geht. Und ja, ansonsten checkt auch gerne mein Discord ab, Link ist unten in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns morgen wieder in der nächsten Folge von LS19 Gutshofprojekt. Macht's gut, Freunde, bis dahin. Ciao.